Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Brumble the Mountain King. Und wir machen an der Stelle weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir haben hier diesen Zapfenkönig oder wie das auch immer heißt, ne? Den haben wir ja platt gedrückt, wo wir hier runtergefallen sind. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht, ne? Ich bin gespannt.
Und die Troll-Wooden-Kreatur ist wahrscheinlich ein kleines Geheimnis oder so. 15G gab das als Achievement. Gut, dass wir die Gedärme überstanden haben. Eigentlich hier zur Maus? Wahrscheinlich nicht, ne? Vielleicht von oben. Oh, was haben wir hier? Ein dicker Hintern. Oh, wieder ein großer Troll hier. Was ist das denn? Was hängt denn hier? Was ist das? Auf jeden Fall ein Kadaver. Sieht nicht sehr appetitlich aus. Und das ist das Schimmel, wo wir langkrabbeln. Ach so, ich muss hier runter wahrscheinlich. Ja, Trolle sind so ekelhaft, ne? So, wir müssen wahrscheinlich hier lang, wo, hier gefangen. Sieht so aus, als wenn wir den Käfig runterschieben müssen. Ja, hat auf jeden Fall erstmal geholfen. Sind wir denn jetzt? Was sind das wieder für Wesen? Ach, hier die Zapfen. Und ein Troll. Okay. Die bewerfen mich, ey! Alter. Denen ist nicht zu spaßen. Okay, zwei haben wir schon mal.
3. Nummer 4. 3 haben wir noch. 2 noch. Und noch einer. Ulle felt bad for the ill-treated giant. Lammas might be big, but he had a warm stone heart. All he longed for was a friend, but his face scared away most. Even so, it seemed like he had found one. Das ist ja mal ein lieber Troll. Was haben wir denn hier Schönes? Ist das das Licht vom Anfang? Oh oh. Nicht gut. Ist der jetzt versteinert oder was? Sieht so aus, ne? Sieht mir ganz danach aus. Ulle was comforted by the morning sun. He had survived the night, but just barely. Aber gut positioniert. At least he had found the stone again. Ich muss mal umschauen, ob wir hier eventuell. And it felt like it was his sister's way of telling him. Aber wir kommen gar nicht zurück. On the right path. Vielleicht irgendwas Verstecktes oder so. Guck mal hier, ein Wichtel. Okay, der läuft da lang. Vielleicht zeigt er uns den Weg.
Da ist der Igel. Okay, was jetzt? Müssen wir angeln? Ach nee, das ist ein Köder, damit der Igel läuft. Ich will aber mal gucken, ob ich in die andere Richtung auch noch komme. Scheinbar auch lang, ne? Tja, in welche Richtung gehst du jetzt? Okay, hier Schluss. Oder nicht? Doch, hier Schluss. Dann müssen wir doch durchs Wasser. Let's go. Ist auf jeden Fall süß, ne? Das ganze Game ist süß gemacht, aber auch schon auf jeden Fall bizarr und ja, sehr weird, ne? Ich glaube, ich muss links lang, oder? Ja, ich habe richtig gedacht. Okay, scheinen wir hier hoch und dann. Was ist das dort hinten? Oder müssen wir doch weiter durchs Wasser? Ja, geht nicht weiter. So, was jetzt? Wo ist denn der Wichtel hin? Da ist er. Da freut er sich. Und jede Menge Löwenzahn hier. Jetzt ist er verschwunden. Wow. Ach, das ist wieder so ein... Der hat diesmal noch was anderes auf dem Kopf. Auch irgendein Gnom oder wie auch immer, ne? Ah, hier wieder so ein Steintroll. Der hat aber einen schönen Kopfschmuck. Einen schönen Kranz. Den müssen wir bestimmt irgendwie aufwecken, ne? Oder wie oder was? Naja, ich hätte vielleicht eine Idee. Wir müssen bestimmt die Wichtel zu dem treiben, ne? Vielleicht muss er dann niesen. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, okay. Ich sag's doch. Ah, guck mal, da hilft er uns wieder. Steini. Was mit dem, der heult oder was? Was heulst denn du? Was ist passiert? Oh. Oh. Ist das süß? Ja, da oben lauern sie auch schon. Die haben wieder andere Hüte auf. Hier haben wir irgendwas. Auch eine Figur wahrscheinlich wieder. Nice. Lemus-Figurine. Pounce Lemus Wooden Figurine. Puff 10G. Ich denke mal, wir müssen hier hoch, ne? Nee. Müssen wir krabbeln? Ah ja. Boah, sind das... Ach so, das sind normale Himbeeren hier. Ohne Gnome unten dran, ne? Ah, jetzt müssen wir bestimmt hier lang auf dem Ast oder was das ist. Oder Stamm. Genau. Das ist bestimmt der Papa. Ja, guck oh. Mal. Oh. 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 So Leute, ich würde denken, das ist wieder mal ein Checkpoint. Und ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle Feierabend und von hier aus natürlich in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat. Wenn das so ist, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst gerne auch Kommis mit Feedback da, whatever. Abonniere dir gerne meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast, dann kannst du nichts Neues mehr verpassen natürlich. Wenn du zusätzlich noch das Glöckchen aktivierst, wirst du über jedes neue Video benachrichtigt. Alles völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick. Bleibt mir gesund, meine Freunde, und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.